Und heute spiele ich mal nicht alleine, sondern mit meiner wunderschönen Assistentin Le Grande Fressäckchen. Und darf sich dann jetzt auch zu Wort melden. So, sag mal Hallo. Ich hab noch was im Mund. Naja, war wieder klar, deswegen heißt sie Fressäckchen, weil sie nur am Fressen ist. Und aussieht wie ein Sack. Hey. Entschuldigung, wie ein Säckchen. Schon besser. Ja. So, pass auf, ich mach mal hier die Begrüßung mal weg und dann sag ich mal Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zu Stardew Valley, heute im Multiplayer Live Let's Play auf Twitch mit Fressäckchen ohne YouTube-Kanal, denn das läuft alles auf meinem Kanal, sie hat nämlich keinen, das ist mein Weibchen, ich sag das mal so, wie es ist. Wir haben ein bisschen Zeit, ich bin leider heute krank geschrieben, weil ich mir den Oberschenkel gezerrt habe. Glücklicherweise kann ich sitzen, dann kann ich mir ein bisschen die Zeit vertreiben. Und ja, wir spielen heute gemeinsam Stardew Valley. Ich hoffe, die Kamera stört da nicht, wo sie ist. Ansonsten, das sehen wir dann im Spiel. Ich versuche mal, so ein Koop-Ding hier aufzumachen. Warte mal, habe ich denn alles? Ton ist an, Licht, Kamera, Action. Besserchen ist auch da. Bist du im Spiel? Ja, ne? Bin auf der Startseite. Startseite, ja gut, fass hier noch mal rein. Ich mach mal Koop, ich guck mal, ich hab hier noch keine Ahnung. LAN-Spiel beitreten oder Einladungscode eingeben. Ich will nicht beitreten, ich will hosten. Neuen Hof hosten. Ich hoste einen neuen Hof. Ganz schön laut, ne? Hm? Was? Ja, nicht bei dir, bei mir. Ach so. So, wie ich heiße. Mechaniklis. Wie wollen wir denn unseren Hof nennen? Unser was? Unseren Hof. London Farm. Nee, also das Endwort ist Hof. Das ist vorgegeben. Wir müssen davor irgendwas sagen. Dann heißt das halt London Hof. London? London. Schreib's Lon, Bindestrich, Lon. Also L-O-N, Bindestrich, L-O-N. Genau. Okay, warte mal, ich mach mal ganz kurz die Musik aus, ich höre sonst nämlich nichts. Wieso denn, wie kommst du denn auf Lon-Lon? Das ist, London Farm ist aus Legend of Zelda. Ach was. So, was mag ich denn gerne? Ich mag gerne... Mag Essen. Mein liebstes Haus hier ist ein Wauwi. Ich bin natürlich ein Männchen. Was muss ich denn jetzt machen? Noch gar nichts. Ich hoste gerade ein... Ach so, also kann ich in Ruhe essen. Ja. So, wir machen Anfangshütte, machen wir eine, die reicht ja für uns. Gewinnspanne lassen wir bei normal. Ich meine so. Man hört übrigens dein Gekaue, ne? So. Hä? Ja, ja. Jetzt kommt die Tortilla-Chips. Ja, das ist uns gar nicht aufgefallen. Nur leider ohne Dip. Alter, wie viele Frisuren gibt's denn hier? Was ist denn das für ein kranker Scheiß? Gibt's auch Glatze? Ich muss immer Glatze haben. Ja, möchte auch. IA möchte auch was? Spielen? Auch, aber essen. So. Alter, die sehen doch alle nicht gesund aus hier. Von der Haut von hier. Ich mach den Schlumpf. Ich bin heute blau. Augenfarbe. Mach ich so. Haarfarbe. Mach ich so. Hosenfarbe. Keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt egal. Mach ich so. Intro überspringen. Nö. So, Standardhof. Ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Flussbetthof. Ich lese mal vor, dann darfst du mal sagen, was wir machen wollen. Welchen Hof wir haben wollen. Also ein Standardhof. Ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Dann haben wir den Flussbetthof. Dein Hof ist über mehrere kleine Inseln und Flussbetten verteilt. Fische sind hier häufiger als üblich vertreten. Dann haben wir den Waldhof. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze in der Wälder direkt vor deiner Haustür. Dann haben wir den Bergspitzenhof. Steiniges Terrain und ein sich windender Fluss machen es schwer, deinen Hof zu gestalten. Allerdings bietet ein Mineralvorkommen Möglichkeiten zum Bergbau. Finde ich nicht so gut. Und den Wildnishof. Eine Menge gutes Land hier, aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Ich wäre für den Standardhof, ehrlich gesagt.
Ich war ja für entweder das erste oder das zweite, sagtest du ja, ist ja mit Flüssen zwischen, also als kleine Insel, ne? Ja, wo man angeln kann. Hat schon was. Und das dritte war ja... Ein Wald. Aber Wald. Da haben wir halt eine begrenzte Hoffläche nur, ne? Ja, dann nimm das erste was? Oder das zweite. Dann, wir nehmen den Standardhof. Okay. Intro. Mach ich mal. Ich lass mal das Intro mitlaufen. So, bei mir geht's jetzt los. Wir müssen gleich mal gucken. Ich glaube, du musst dann gleich beitreten im Nachhinein. Für meinen ganz besonderen Enkel. Opa, hier liegt der Weihnachtsmann bei mir im Bett. Oh, ist auch schön. Ich habe gar keinen Ton. Geschenke mitgebracht? Ne, der sieht ziemlich tot aus. Kann ich das irgendwie... Ich kriege jetzt einen Brief von dem. Versiegeln Umschlag. Nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Bla, geh mir nicht auf den Sack. Ich hätte das doch überspringen sollen. Das ist, glaube ich, unwichtig. Kann ich das? Ja, gut. Ich überspringe mit Eds Kappe. Komme jetzt gerade an. Ich finde das gut, dass es hier keine Einstellungsmöglichkeiten gibt. So, meine Kamera ist am völlig falschen Ort. Hoch, das war die falsche Kamera. Zieh mich mal hier rüber erstmal. Mach mich mal hier so hin. So. Im Sternentautal. Mit einem Vogel. Ja. Warte. Höre Busgeräusche. Hallo, du musst Mechaniklist sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Lewis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Also, er plündert gerade meine Vorräte, willst du sagen, ja? Der Hof ist dort drüben, folge mir einfach. Ja. Achso, ich kann noch nichts machen. Außer klicken. Mechaniklist? Ja, ich habe mich Mechaniklist genannt. So, wir wohnen offensichtlich auf einer Müllhalde. So, das ist Lonlonhof, dein Hof. Ja, schön. Sieht aus wie ein... Ja, richtiger Sauschall hier, du leck mich fett, Junge. Was machst du da eigentlich gerade? Ich höre dich die ganze Zeit irgendwie gegen das Mikrofon stoßen. Das ist, wenn ich kaue, dann bewegen sich die Backen. Ja, das ist nur dezent nervig. So, was los? Klar, ist ein wenig verwildert. Unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier nur Ordnung geschaffen. Ja, darf ich jetzt anfangen? Ich überspringe das mal. Ich kenne das alles schon. Mir ist das egal. Wir wollen ja spielen und hier nicht irgendwie einen Scheiß gucken. So, natürlich, Kamera ist auch wieder dezent im Weg. Deswegen, ich mach die mal... Oh, ich weiß gar nicht. Ich mach die mal hier oben in die Ecke. Hier sollte das eigentlich gut sein. So. So, WASD bewegen. So, und das ist immer noch sehr laut, deswegen mache ich mal kurz. Kann ich hier nichts einstellen? Boah, ich kann hier kaum was erkennen. Option. Hier, Option. Also ich habe bei mir gar nichts. Ja, nun warte doch mal. So, mehr Spieler, nur Freunde, IP-Verbindung, Charaktererstellung ermöglichen. So, ich lade dich jetzt mal ein. Na, endlich. Oder auch nicht. So, hier ist Musik. Ich mach mal die Musik jetzt erstmal leiser. Die ist ja mega laut, Alter. Kann ich gar nicht einladen. Wieso nicht? Weiß ich nicht, geht nicht. So, nur auf Einladung. Geht auch nicht. Geh mal auf Koop bei dir. Und dann steht da, glaube ich, irgendwas mit Einladungscode, oder? Ja. Dann gib mal bitte ein E, also Emil. Warte. Was? Ja. Emil. Also nicht ja. E-Mail schreiben, sondern E, ne? Ja. E, dann P.
Ja. T. Ja. 1. Ja. A. Ja. Das könnte ein O sein oder eine 0. Gib mal eine 0 ein. Ja. K. K. Ja. V-I-G. V-I-G. Und dann bestätige mal. Passiert was? Neuer Bauereintrag im frühen Londonhof. Ja, stopf dir doch noch mehr in den Hals, damit ich verstehen kann. Ja, hier ist gerade Londonhof aufgetaucht. Ja, da darfst du dann beitreten. Und wenn die Musik bei dir zu laut ist... So, unbenannter Farmer ist beigetreten. Kannst du dir auch einen Farmer jetzt erstellen? Ja, ich kann. Name. Ja, dann bau dir mal ein. So, wir spielen im randlosen Fenster mit 1440 mal 900. Das ist ja großartig. Du bist ein Typ, ne? Ich bin ein Typ, ja. Hä, wo bin ich denn? Mit wir heiraten können. So, ich stelle mal kurz bei mir die Auflösung um. Geh mal in Vollbildmodus. Und auf 1920 mal 1080. So, jetzt ruckelt's wie Sau. Bei euch zumindest. So, das sieht ja schon mal anders aus jetzt. So, Menü, Werkzeugleisten fixieren. Ne, ist egal. Vergrößerungsstufe 100. Lichtqualität hoch, ja. Transparenz, Lichtblitzeffekte, Hardware-Mauszeiger benutzen. Die von denen ja. So, Scrollrichtung, Werkzeugliste. So, da habe ich meine Axt, da habe ich eine Hacke, eine Gießkanne, alles gut. So. Sag mal Bescheid, wenn du auf dem Hof bist. Ich gehe sonst vorher noch nicht vor die Tür. Mhm. Ich gehe schon mal und mache mein Geschenk auf. Habe ich keinen Sound. 6. Das ist 5. Es gibt ja viel zur Auswahl. Hä? Wie mache ich die denn auf? Aufgestanden, was muss ich tun? Hofbuch, sag hallo. Es wäre eine nette Geste, dich jedem in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohner zu begrüßen. 2 von 28 Leuten begrüßt. Na sicher, ich habe auch sonst keine Hobbys, ne? Das ist jetzt meine aktuelle Quest. Ich habe hier ein Paket, was ich nicht aufmachen kann. Das ist ja dämlich. Schade. Ich geh mal raus. So, Sound ist da. Ja, hört sich gut an. Du, bist du fertig? Nein. Immer noch nicht? Machst du den ganzen Tag? Ich entscheide mich, welche Haare ich möchte. Du entscheidest dich, welche Haare du möchtest. Das kann ja noch ein paar Tage dauern. Ach ja, ich habe schon mal ein bisschen geflügt. Okay, okay. Ah. Hier gibt's ein Hemd, das sieht aus wie für Luigi. Ah, okay, hier ist Inventar. Ich muss mal in die Steuerung gucken. Denn hier Steuerung, Scrollrichtung, Werkzeugleiste, Standardsteuerung, okay. Rechtsklick, ach, mit X, okay. Mit Rechtsklick. Ah, jetzt weiß ich, ach, so kann ich das auch aufnehmen. Ich bin jetzt schon bei 50 Hemden. Ja. Was bist du? Bei 50 Hemden. Ja, schön.
So, du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um den Start zu erleichtern, Bürgermeister Louis. Die kleine Kackratte. So, Fernseher. Auf den Schwein. Wetterbericht. Wir kommen bei Kozu 5, deine Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Großartig. Wahrsager. Neutral gesinnt. Und Leben vom Land. Wieder mit einem weiteren Tipp. Spitze Ohren. Die Sendung heute ist euch Grünschnäbeln gewidmet. Hackt ein wenig Holz und sucht nach Wildpflanzen, um ein wenig Geld zu verdienen, während ihr auf eure erste Ernte wartet. Alles klar. Ja, wir warten ja nicht auf unsere erste Ernte, sondern wir warten auf unsere Mitspieler hier. Wie eigentlich immer. Moment, ich komme ja nicht zurück auf die 1. Ich geh mal in dein Haus so lange. Oh, du hast auch einen Fernseher. Ah, ich sehe dich schon. Du liegst im Bett. Ich sehe gerade, wie deine Oberteile wechseln. Echt? Ja, ich stehe neben dir. Guck mal, das sieht aus wie Buhu. Ja, sehe ich nicht. Das ist eine Bettdecke davor. Oh Mann, dann deck mich auf. Ich lieg gerade neben dir. Oh. Nun machen wir ein bisschen hin. Wir wollen heute noch was schaffen. Es ist immerhin schon 14.20 Uhr. Der erste Tag ist gleich rum. Dumm. Ich schüttel in der Zeit mal meine Milch. Shaken kann ich. Ach, 112 Hemden. Du hast die nicht wirklich alle durchgeblättert. Nein, ich bin bei 100. Etwas über 100 wieder zurückgegangen. Oh. Ja, mach mal hin jetzt. Hier, dein Kumpel ist auch wieder da, der Herr Hazel. Moin. Der hört jetzt auch dein zart liebliches Stimmlein, wenn du da vor dich hin faselst. Hallo, ein bisschen Kontenance, ja? Wir sind hier im Internet. So, mach mal hin, sonst klaue ich gleich dein Saatgut. Nein. Ja, dann sieh zu, dass du fertig wirst. Schlimm sowas. Frauen, ey. Die soll sich nur anziehen, die Alte. Hier draußen sieht es aus wie Sau. Wir müssen hier ein bisschen was schaffen. Mach mal Lack jetzt. Bei der Augenfarbe, was soll ich denn da einstellen? Da sehe ich ja nicht mal kaum Veränderung. Wieso? Die Augenfarbe sieht man doch. Sieh zu jetzt. Du, ich reiß gleich deine Hütte ab, dann kannst du zusehen, dass du alleine spielst, ne? Nein. Also ich fahre jetzt schon mal ein bisschen was weg. Ich habe keinen Bock jetzt hier 3 Stunden auf dich zu warten, bis du mal fertig bist. Was? Du hast deine Hochzeit gehabt, deinen einzustellen. Ja, aber ich habe nicht 3 Stunden dafür gebraucht. Doch. Nein. Spitzhacke auf der 4. Ich mag die Geräusche. Was? Ich bin da. Bis dahin, da wird auch mal Zeit. Ich erkläre dir das mal ganz kurz mit der Steuerung. Hallo? Ach du Scheiße, du bist ja grau. Hier, wenn du auf das Paket mit der Maus gehst, ne? Dann geht der Pfeil in so ein Handsymbol über, ne? Ja. Und dann musst du Rechtsklick machen. Genau. Ja. Und so gehst du auch durch Türen durch oder machst den Fernseher an. Und mit Linksklick ist immer das Werkzeug, was du gerade ausgerüstet hast in deiner Hand. Oben. Du hast ja oben oder unten die Leiste, je nachdem, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und so weiter. Damit betätigst du, also mit Linksklick betätigst du das dann. Lehm gesammelt, wie geil. Und da bist du ja schon. Guck mal hier, richtiger Saustall hier alles. Ja, mach mal sauber. Ja, mach ich doch schon. Also du hast eine Axt für das Holz, du hast eine Sense für Gras und Büsche, eine Spitzhacke für Stein,
und eine Hacke, manchmal kommen so Würmer aus dem Boden, so wie hier vor deiner Tür gerade. Deswegen ist das hier gerade so ausgegraut und dann mit der Hacke reinhämmerst, dann kriegst du Lehm.